Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Watch Dogs. Ich bin ja nicht irgendwie hier kaputt Watch Dogs, nee, sondern letztes Mal sind wir ja so einer Beschattungsmission gewesen. Und da ist es ja zeitlich ein bisschen so, dass man da einigermaßen hinterherbleiben sollte. Und da habe ich schon die letzte Folge so beendet. Und diesmal werde ich auch diese Folge so anfangen, damit ich zumindest bei der Anmoderation jetzt hier nicht irgendwo unter Zeitdruck bin. Aber ich werde jetzt auch gleich wieder reinstarten und mal schauen, wie ich da jetzt reinkomme. Weißt du noch, als Fly und seine Jungs verschwunden sind? Sie sind zu weit gegangen. Und Iraq hat sie selbst erledigt. Ich weiß das, weil ich beim Vergraben geholfen habe. Mann, sag das auch nicht so laut, Bee. Du weißt, dein Cousin hat Schiss, dass der Mist auf ihn zurückfällt. Ich sag, was ich will. Was? Bist du etwa auch so ein Schisser? Nur wenn ich mit dir zu tun habe, Mann. So, ist der jetzt hinten rausgefahren? Da. Damit kann ich ihn erpressen. Wenn Iraq davon Wind bekommt, dann wird Bedrock auf einer Mühle. Na, schnell. Hätte mir ein schnelleres Auto nehmen sollen. Ah, Mann. Du hast doch gewusst. Okay, zumindest weiß ich jetzt das nächste Mal. Ich muss im Auto sitzen bleiben und außenrum fahren. Warum der jetzt natürlich da durchfährt, durch so ein Sperrgebiet. Warum macht der Rap das? Willst du ein Dorf kontrollieren? Dann komm als Freund. Sag ihnen. Alle außerhalb ihrer Mauern sind Gestörte, die ihnen alles abnehmen wollen. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand krumm kommt, verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, Bee. Hab dich nie hängen lassen, nicht einmal, Mann. Stimmt, stimmt, aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal, ehrlich. Wenn du aufsteigen willst, ich soll eigentlich nichts sagen, aber Iraq hat Truppen zum Parker Square bewegt. Ich rede mit ihm. Vielleicht nimmt er dich rein. Scheiße, Bee, nicht so laut. Fuck, Mann, erwarten die Stress? Sieht aus, als ob Iraq hier alles dicht macht. So, jetzt werde ich es nochmal richtig machen, weil der wird wahrscheinlich ja. Was sind wir? Geht der fährt da hinten lang? Soldaten, Bruder. Weißt du noch, als Fly und seine Jungs verschwunden sind? Sie sind zu weit gegangen. Und Iraq hat sie selbst erledigt. Ich weiß das, weil ich beim Vergraben geholfen habe. Mann, sag das doch nicht so laut, Bee. Du weißt, dein Cousin hat Schiss, dass der Mist auf ihn zurückfällt. Ich sag, was ich will. Was? Bist du etwa auch so ein Schisser? Nur wenn ich mit dir zu tun habe, Mann. Da. Damit kann ich ihn erpressen. Wenn Iraq davon Wind bekommt, dann wird Bedburg auf einer Müllkippe landen. So, jetzt fährt er da rein. Wieder ein Ort, wo ich nicht rein kann. Danke, Mann. Pass auf dich auf. Wie immer, wie. So, unauffällig. Da ist er. Das heißt, ich steige jetzt auch mal aus. Wie lange soll ich den denn eigentlich beschatten, sag mal? Wo bist du hin? Alter, wo gehen denn die alle hin? Warte mal, ich brauche definitiv. So, bevor er nämlich abhaut, er hier. Jo, Achtung! Big B im Anmarsch! Was geht, wie ist? Kann ich mal zu Lil Juice?
Ja, du kannst. Allein. Noch ein Wunsch? Leck mich, Mann! Auf Rundgang. Yep. Ich fahr auch gleich rüber. Oh, ich wurde entdeckt. Was meinst du? Ich hätte vielleicht mal von Anfang an mich ein bisschen mehr durch Kameras hacken sollen. Das probiere ich jetzt mal. Das heißt jetzt nochmal die Verfolgungsjagd wahrscheinlich machen. Oh ne, ich bin da. Nur wo ist eine Kamera? Da oben ist eine Kamera. Und da dahinter bin ich auf jeden Fall. Mal gucken, kann ich ja rüber. Da hinten ist eine Kamera, sehr schön. Hat noch nie gevögelt und vor seiner Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Irex Anteil? Mach dir keine Sorgen um den, sorg dich um mich. Okay, jetzt läuft er da lang. Jetzt werde ich mal zu der Kamera wechseln. Oh, das ist aber gut weit weg. So, wo gehst du jetzt hin? Vor allem mal schauen, dass auch rechtzeitig überall schön Kameras da sind. Da hinten ist die nächste Kamera. So, da gehen wir auch gleich mal. Alter, wo läufst denn du lang? Was läufst denn für ein Scheiß zusammen? Okay, dann gehen wir jetzt mal zu der Kamera. Rabbit, was geht? Ich hab was Interessantes für dich. Vertrau mir. Dann erzähl mal. Nicht hier, B. Treffen wir uns. Hast du Cash dabei? Immer. Warum? Na, das wird dich was kosten. Das ist es wert, ehrlich. Das werden wir ja sehen. So, wo gehst du jetzt hin? So, das heißt, ich werde jetzt mal da drüben bei... Doch, da ist eine Kamera. Folgen Sie Bedbug und etwas gegen die Hand zu haben. Jetzt erfolgen Sie ihn mit Hilfe der Kameras. Jetzt geht er da hinten durch. Okay. Okay. Sprich. Hey, ich will 500 für die Info. Was verdammt weißt du, dass so viel wert sein soll? Weil du nicht mehr viel Zeit hast, wenn du mich nicht bezahlst, B. Versuchst du mir zu drohen? Aber nicht mit mir, Mann. Glaubst du, dass Irak nichts davon erfährt? Was stimmt nicht mit dir, Mann? Ach, Mann. Irak? Im Ernst? Irak ist ein verficktes Problem. Okay. Erzähl mir, was du weißt. Hoffe, das ist es wert. Ist ganz simpel. Die werden dich runter zu den Bricks rufen und da wirst du dann umgelegt. Das ist doch scheiße, Mann. Wow, hey. Was machst du denn, Mann? Komm schon, Mann. Ich bin kein Scheißspitzel. Wir sind doch von Anfang an zusammen. Lass
So. Perfekt, Mann. Rabbit will Iraq beklauen. Wenn ihr das Schwein seht, knallt ihn ab. Dann raus, Wies. Ihr macht das. Helfen Sie Rabbit bei der Flucht? Na? Wo ist er denn überhaupt? Da ist er. Wer bist du? Der Typ, der deinen Arsch gerettet hat. Ich kann noch mehr tun, wenn du kooperierst. Wo sind die Briggs? Okay, bring mich erstmal hier raus. Dann sag ich's dir. Okay, pass gut auf. So, was kann man hier machen? Kann Verstärkung rufen? Drücken Sie C, um Rabbit zu sagen, wo er hingehen soll. Das ist doch scheiße, Mann! Okay, jetzt. Geht klar. Los, los! Alter, das ist echt nicht schlecht gemacht, da hier mit dem... so durchgehen. Okay, die Kameras sind alles außer Reichweite. Natürlich richtig scheiße. Alter, das, da steht ja einer. Alter, ich muss ja an eine andere Kamera kommen. Das nimmt kein gutes Ende. Gut, er dreht um. Jetzt, los. Ja. Rücken vor. Na, wo komme ich hier raus? Wo muss ich denn eigentlich hin? Brauche ich mal eine andere Kamera da hinten hin eskortieren? Ich gebe die aber auch groß. Ich muss gerade mal gucken hier. Kamera C bewegen. Also nach da hinten, ich glaube, da wird es groß nichts werden, weil ich da stumpf einfach mit den Kameras nicht hinkomme. So, also mal gucken, ob ich die Kamera wechseln kann. Die sind auch alle außer Reichweite. Gut, das heißt, ich werde alles von hier aus machen. Okay, los. Nein. Das nimmt kein gutes Ende. Das war knapp. Ich werde mal schauen, ob ich hier durchkomme. Das klappt nicht. Bewegung. Verstanden. Vorwärts. So, nochmal hier hin. Kann ich eigentlich das Tor aufmachen? Ja, oder? Kurz hier rauf gehen. C bewegen. Alter, wo kommt man denn hier hin? Das war da drüben. Ich komme da drüben auf keine Kamera hin. Finde ich jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Ist da oben noch irgendwas, was ich übersehen habe? Das ist doch scheiße, Mann! Alter, wie kommt man denn hier raus, wenn dann hinten nicht in außer Reichweite wären? Selbst hier rüberwärts komme ich so ohne weiteres nicht rüber. Alter. Ich versuche hier gerade, ob das mal einen Weg zu finden, um überhaupt ihn da hier irgendwo rauszukriegen. Ich weiß nicht. Ich will nicht sterben, Mann. Weil selbst wenn ich den dahin bringe, ich habe hier keine Kamera. Ich muss ihn doch irgendwie erstmal hier rumkriegen, oder? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Oh, war denn hier noch eine Kamera? Hier oben war Dyson. Das klappt nicht. Ich muss doch hier irgendwie... Das Tor kann ich aber auch nicht aufmachen, das ist das Problem. Schwachstelle ändern. Kommunikationssystem entdeckt. Diesen Scheißkerlburg werde ich umlegen. Weil wenn ich hier irgendwie... hier rum könnte... Weil hier habe ich auch einen Haufen Kameras als Zugriff. Ich muss irgendwie dahinter kommen. Aber ich glaube fast, ich muss wirklich da hier rumgehen. Warte mal. Los, los. Okay. Ich werde es jetzt einfach mal riskieren, auch wenn die Mission dadurch vielleicht wieder abgebrochen wird. Das klappt nicht. Problem ist,
Bewegung. Ich probier's mal. Rücken vor. Diesen Scheißkerl Burg werde ich umlegen. Los, schnell. Komm, einfach mal probieren. So, ich glaube, dass der den da wahrscheinlich entdecken wird. Jetzt muss ich aber erstmal Kameras wechseln. Aber wohin? Warte mal, da ist doch. Das ist doch scheiße, Mann! So, ich muss mal irgendwie vorarbeiten hier. So, und dahinter, okay. Ich will nicht sterben, Mann! Wo ist denn der Junge eigentlich? Hier komme ich aber auch nicht rum. Alter Vater. Hier ist eine Kamera, sehr geil. Los, los. Heißt es geht. So, wo bist du hier? Ich werde schauen, dass ich hier irgendwie hier außenrum dahin komme. Ich will nicht sterben, Mann. So, erstmal ein bisschen beobachten, wie der sich auch bewegt. Okay, los. So. Ich muss echt sagen, spannend. Ich hoffe nur, ich gehe auch den richtigen Weg, wohlbemerkt. Gut, wenn der wieder hier oben steht, werde ich schauen, dass ich mich hier hinter bewege. Gibt es hier noch irgendwo Kameras? So, du bist da. Jetzt, los. Okay. Komm, schnell, 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 schnell. Renn, 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 renn. Junge. Rede. Also, Iraq schickt Bad Bug zu den Breaks, um ihn zu erledigen. Hey, das ist eine verdammte Hinrichtung. Und er wird seine härtesten Jungs darauf ansetzen, das sage ich dir. Iraq will Bedbug töten lassen? Ja, Mann. Wenn er sich nicht durchsetzt, ist er erledigt. Aber du kennst Bug, Mann. Komm schon, Mann. Er hat nicht die leiseste Chance. Ich wollte den Dummhaus nur warnen. Wo findet das statt? Jenna Brick Factory. The Bricks. Und jetzt machst du, was du gesagt hast. Nimm die 500 und verlass die Stadt. Rede nicht drüber. Hey, kein Ding. Versprochen. So, wir haben ihn sicher raus eskortiert. Das hinten hacken wir noch schnell. Mal noch ein bisschen Geld. Nicht gut. Wenn er getötet wird, verliere ich meinen Zugang zu Rossi Fremont. Gut, das heißt. Jetzt müssen wir sicher aus dem Bereich rauskommen. Noch ein Spinner. So, was hast du? Gibt's nicht mehr Bankkonten da hier? Einfach mal hier ein bisschen hinten langlaufen, dass ich außerhalb der Zone komme. Tü-tü-tü. Dieses Fußvolk bedeutet Iraq nicht viel. Aber eine Gang kann sich keine Schwachstellen leisten. Das habe ich schon oft gesehen. Wenn die nicht liefern, dann werden sie kalt gemacht. Aber wenn Bedbug überlebt, zeigt, dass er es drauf hat, wahrt Iraq nicht nur sein Gesicht, er wird ihn umarmen, mit ihm angeben. So, kein Job für Tyrone. Haben wir erledigt. Und wieder ein Fähigkeitenpunkt erhalten. Schauen wir da mal rein, wir haben 3. Wir haben 3... Was war denn hier eigentlich nochmal? Fokus Boost, eine Pille, die... Ne. Verdunkelt die Stadt. Komm, das nehmen wir mal. Das ist doch hier... Das gehört zu Watch Dogs einfach dazu. Splittergranate. Ist ein Sprengkörper. Das ist mir auch klar.
Gibt es noch irgendwas, was ich mit einem Skillpunkt machen kann? Nö. Gutes Timing. Dein Schatz Maurice jammert mich ständig voll. Er meint, du verstehst alles falsch. Er meint, er wäre reingelegt worden. Jammer, jammer, buh. Hey, darf ich ihm ein paar Löcher in die Kniescheibe machen? Nein, darfst du nicht. Du bist so berechenbar. Ob ich dir noch mal einen Gefallen tue? Apropos. Du brauchst einen Gefallen. Ich lege einen Hinterhalt. Und du musst mir Sprengstoff besorgen. Kriegst du das hin? Ich kann alles. Will ich es machen, lautet die Frage. Oh, warte. Oh, warte, ja. Weißt du was? Das passt super. Ja, ich sammle nur noch schnell die Jungs ein und treff dich dann da. Perfekt. Und bleiben wir auf die Map gucken, wo wir hin müssen. Wieder mal ins andere Ende. Genau. Und dafür steigen wir auch in dieses wunderschöne Auto ein und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!